Ein B-Zell-Lymphom entsteht durch eine maligne Transformation einer gesunden B-Zelle. Und der Ort, an dem das passiert, ist in erster Linie der Lymphknoten. Durch eine Infektion, durch einen Antigenkontakt entstehen dort Reaktionszentren, reaktive Follikel, ja, Lymphknotenfollikel. Und in diesen Follikeln herrscht ein Milieu, in dem sehr leicht Mutationen und genetische Veränderungen passieren und sich eine gesunde Zelle in eine aggressive Lymphom-B-Zelle transformieren lässt. Es gibt bestimmte Zustände, in denen das Risiko tatsächlich erhöht ist, ein B-Zell-Lymphom zu bekommen. Und das sind meist Zustände der Immunsuppression. Das sind also Zustände, in denen immunsuppressive Substanzen oder Medikamente genommen werden oder in dem eine Infektionskrankheit vorliegt, in dem auch eine Immunsuppression vorliegt. Der Altersgipfel der meisten B-Zell-Lymphome ist um das sechste Lebensjahrzehnt, also zwischen 60 und 65 ist der Altersgipfel der meisten B-Zell-Lymphome. B-Zell-Lymphome sind prinzipiell nicht vererbbar. Es gibt aber Familien, in denen B-Zell-Lymphome sehr wohl gehäuft auftreten. Das heißt, also wir wissen es zumindest von der BCLL, also einem leukämisch verlaufenden indolenten B-Zell-Lymphom, dass ungefähr 10% dieser Erkrankungen familiär gehäuft auftreten. Also die Lebensweise hat durchaus Einfluss oder kann zumindest ich kann das leider nur im negativen Sinne sagen. Wir wissen nicht, welche positiven Maßnahmen eine Entstehung eines Lymphoms verhindern, sondern wir sehen nur, dass bestimmte Lebensweisen das Auftreten häufen oder begünstigen und schuldige Risikofaktoren dafür sind eben Haarfärbemittel, gegrilltes und Rauchen. Ein geschwächtes Immunsystem erhöht tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, an einem B-Zell-Lymphom zu erkranken. Es hat sich auch vor allem in dem Zustand nach Organtransplantationen eine eigene Krankheitsentität entwickelt. Das ist die der transplantationsassoziierten B-Zell-Lymphome oder auch T-Zell-Lymphome oder auch Hodgkin-Lymphome. Also die gesamte Spielwiese der Lymphdrüsenkrebserkrankungen lässt sich in immunsupprimierten Zuständen gehäuft finden. Es ist erst für wenige bakterielle oder virale Erreger gelungen, eine tatsächliche Assoziation herzustellen. Ein bekanntes Beispiel ist die Assoziation mit dem Bakterium Helicobacter pylori und dem mucosa-assoziierten B-Zell-Lymphom des Magentyps, dem Malt-Lymphom.